Hallo und herzlich willkommen zu VoiceOver Cars. Und heute möchte ich euch was vorstellen, das ist nämlich das AutoHub. AutoHub ist einmal eine Webseite, da findet ihr in der Zukunft zahlreiche Automobil-YouTuber, also auf autohub.de. Und im AutoHub-YouTube-Channel, da seht ihr momentan eine ganze Menge von Björn Habiger. Der hat da schon einige Fahrzeuge getestet und auch vorgestellt, zum Beispiel den Audi Q2, den Infiniti Q50. Da findet ihr den VW Arteon zum Beispiel und. Das heißt, da könnt ihr jetzt schon mal schauen und in Zukunft werdet ihr mich da auch finden. Ja, und darauf freue ich mich und ihr euch hoffentlich auch. Ich habe unten in den Playlisten habe ich auch eine Auto-Hub-Playlist angelegt. Da sind jetzt momentan die Videos drin, die der Björn gemacht hat. Aber in Zukunft findet ihr da auch meine Videos. Das heißt, dann braucht ihr nicht immer da auch gucken. Aber ich empfehle euch natürlich trotzdem auch Auto-Hub zu abonnieren, die Glocke zu drücken, damit ihr keine Videos da verpasst. Ja, es war ein bisschen Werbung in eigener Sache. Auto-Hub, wie gesagt, ein Format von Björn Habiger, meiner Wenigkeit und der Jan Gleitzmann, der spielt seine Videos, also die Ausfahrt-TV-Videos, auch von Anfang an aus auf autohub.de. Und die Webseite, die solltet ihr euch definitiv mal täglich anschauen, denn da passieren täglich neue Content-Geschichten. Das heißt, ihr habt da täglich neue Videos natürlich auch und das dürfte eure Anlaufstelle Nummer 1 in Zukunft sein, wenn ihr euch für automobile YouTube-Videos interessiert und dafür entscheidet, dass ihr euch das angucken wollt. Ja, das war schon mal, das war ein ganz, ganz kurzer Clip. Wie gesagt, Werbung in eigener Sache und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auch Fan werdet von AutoHub und wir sehen uns da früher oder später auch wieder. Darauf freue ich mich und nicht vergessen, 7.4. Start von Ausfahrt TV Tuning und jetzt drüber gehen, Ausfahrt, Quatsch, Ausfahrt TV habt ihr eh abonniert, AutoHub auch noch schnell abonnieren. Bis dann, euer Jens. Ciao.